Also wirklich absolut genial, das ist das beste Feature im ganzen Spiel. Ihr könnt das auch so oft einsetzen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwelche Aktionen vorher noch auslösen, dass es wieder verfügbar wird. Ihr habt es die ganze Zeit und das ist wirklich einfach super praktisch. So viel dazu. Die Missionen an sich sind wirklich relativ abwechslungsreich, würde ich sagen. Ihr müsst, gut, da würde ich euch, wenn ich das jetzt erzähle, wirklich zu viel wegnehmen, aber sagen wir mal so, die sind wirklich abwechslungsreich und die Entwickler bemühen sich schon ein bisschen Chaos da rein zu machen, aber natürlich werdet ihr auch Szenen haben, wo man so denkt, hey, ich werde jetzt abgeholt und gleich kommt der Helikopter, der wird wahrscheinlich vom Himmel geholt. Genau sowas wird passieren. Und dann müsst ihr euch eine lange Zeit verteidigen, was heißt eine lange Zeit, eine relativ lange Zeit, und dann kommt ihr weiter vor, müsst irgendwie einen anderen Weg nach Hause finden und sowas. Ist wirklich schon nett gemacht. Auch die ganze Story so an sich ist ein bisschen wirr und vielleicht ein bisschen langweilig, aber die erfüllt ihren Zweck und ist eigentlich alles, was zählt bei dem Spiel. So. Reden wir ein bisschen über den Multiplayer-Modus, den gibt es ja da auch. Der Multiplayer-Modus an sich macht wirklich sehr viel Spaß, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ihr braucht unbedingt ein Team, mit dem ihr spielen könnt, über Xbox Live oder seid ihr im Teamspeak. Scheißegal, ihr müsst euch mit den Leuten kommunizieren, ihr müsst euch einfach verstehen. Denn es ist wirklich wichtig, wenn ihr auf der Map wisst, wo jeder Gegner ist. Ihr könnt nicht wie in Call of Duty einfach vorrennen und schießen wie die Bekloppten, denn auch hier ein paar Schüsse und ihr seid tot, wie im Singleplayer-Modus. Das heißt, ihr müsst die ganze Zeit in Deckung bleiben, warten, bis der Gegner nach vorne kommt, in dem Sinne auch warten, bis der Gegner einen Fehler macht. Den knallt ihr dann ab und ihr rückt einfach weiter vor. Deshalb ist es super wichtig, wenn ihr ein gut koordiniertes Team habt, das dann halt mit euch vorrücken kann. Ja, ich habe ein paar Spielmodi sogar schon getestet. Ich habe Saboteur gespielt und Konflikt, das waren so die Spielmodi, die mir am meisten ins Auge gestochen sind. Da sind natürlich noch ein paar mehr. Konflikt habt ihr zum Beispiel jetzt mehrere Missionen auf einmal in einem Spiel. Das heißt, gegnerisches Team hat eine EMP, ihr müsst diese EMP verteidigen oder die EMP halt zerstören oder irgendwie so. Und diese Missionsziele wechseln dann einfach die ganze Zeit und ja, da könnt ihr noch Punkte sammeln währenddessen. Könnt ihr natürlich aufleveln eure Klassen, es gibt da Speer, einen Schütze, Speer ist der Sniper. Ein Schütze ist halt ganz normal, equipped mit Maschinengewehr und so, dann gibt es den Techniker und noch viele, viele Klassen mehr und die könnt ihr natürlich aufleveln. Ich muss ganz schön sagen, dass irgendwie der Schütze relativ imbalanced in dem Spiel ist, weil wenn ihr gut seid in dem Spiel, dann könnt ihr euch gute Optics holen und dann schießt ihr schon vom Weiten Headshot und das ist einfach super effektiv mit dem Schützen. Ich habe es auch ein paar Mal hingekriegt. Natürlich ist der Scharfschütze nicht zu ersetzen, ist ganz klar, der kriegt die Headshots am besten hin. Aber selbst so ein Schütze kann das gut machen, also ihr müsst da echt auf der Hut sein und immer schön in Deckung bleiben, ist ganz klar. Dann habe ich noch einen Spielmodus getestet, der hieß Saboteur. Und was ihr da macht, ist fast wie Counter-Strike, nur beide Teams kloppen sich halt um die Bombe und die müsst ihr halt in deren Basis platzieren und hochgehen lassen. Ganz einfach, macht auch wirklich eine Menge Spaß, kann ich wirklich auch nur empfehlen. Und ich denke, das ist auch wirklich das Herz des Spiels, der Multiplayer-Modus. Ich denke, da haben die meisten auch drauf gewartet, denn die Story ist wirklich so, da kann man nicht wirklich viel mit anfangen. Aber der Multiplayer-Modus ist wirklich, ich würde schon sagen, extrem geil. Und ja, reden wir natürlich noch ein bisschen über die Grafik. Die Grafik im Spiel ist wirklich nach heutigen Verhältnissen schlecht. Die sieht wirklich sehr, wie soll ich sagen, einfach langweilig aus. So nicht hoch aufgelöst, die Charaktermodelle so, alles so matschig. Und die ist okay, die Grafik erfüllt definitiv ihren Zweck, aber die reißt wirklich keine Bäume aus, also erwartet da nicht zu viel. Die macht einfach nicht so viel. Naja, mehr kann ich das so auch nicht sagen. Das muss man einfach sehen, also, naja. Alles in allem würde ich sagen, das Spiel läuft super, sehr flüssig, ruckelfrei, alle Sachen könnt ihr super schnell eingeben und ihr könnt super schnell reagieren und so. Das macht auch wirklich super viel Spaß und ihr habt auch keine Ruckler, die Framerate ist ganze Zeit stabil und trotz alledem kann man wirklich sagen, dass das Spiel ein bisschen alt wirkt. Trotz dieser Feature, die Grafik macht auch nicht so viel her. Aber alles in allem kann ich nur sagen, dass Ghost Recon Future Soldier ein Hammer-Spiel eigentlich ist, wenn ihr den Multiplayer-Modus mögt. Und das ist bei mir nicht so der Fall. Ich kann nur für mich sprechen, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich nicht mit mir in, ihr könnt natürlich nicht mit mir, kann man nicht sprechen. Ihr könnt natürlich nicht meiner Meinung sein. Sagt mir einfach in den Kommentaren, was euch an dem Spiel gefällt und was euch nicht so gefällt. Mir persönlich hat das Spiel nicht so gut gefallen. Grafisch nicht, storymäßig ist das ein bisschen wirr. Und deshalb gebe ich dem Spiel auch eine 7,0. Denn das ist wirklich noch relativ hoch, weil ich denke, der Multiplayer-Modus hat das noch so ein bisschen rausgehauen. Ich hätte dem Spiel sogar eine 6,5 gegeben, weil es wirklich Durchschnitt ist. Das Spiel ist wirklich purer Durchschnitt. Aber ich denke, der Multiplayer-Modus macht doch ein bisschen mehr Spaß. Und da habe ich dem Spiel einfach mal eine 7,0 gegeben, einfach eine glatte 7. Und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Bewertung für dieses Spiel. Wie gesagt, Multiplayer-Modus macht super viel Spaß. Der Singleplayer-Modus ist ein bisschen wirr, aber der gewöhnt euch schon mal an die Steuerung, dass ihr im Multiplayer-Modus dann halt gut durchstarten könnt, wenn ihr ein super Team habt.
Ja, und ich würde auch sagen, das war's soweit mit Ghost Recon Future Soldier. Wenn ich euch ein bisschen mehr erzählen würde, würde ich euch wieder wahrscheinlich zu viel wegnehmen. Und das will ich nicht. Und ja, ihr müsst das Spiel einfach ein bisschen erleben. Guckt euch mein Let's Play vielleicht an, damit ihr euch noch ein bisschen besser entscheiden könnt. Und ja, wie gesagt, das war's erstmal mit der Review. Wenn euch die Review gefallen hat, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Hilft mir wirklich sehr. Packt es sogar in eure Favoriten und lasst mich wissen, was ihr so über Ghost Recon Future Soldier so haltet und ob ihr das doch selber gerne spielt. Und ja, ich würde erstmal sagen, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Wenn natürlich noch viel, viel mehr Let's Plays kommen zu Call of Duty, Medal of Honor, Guild Wars, Darksiders 2, Halo 4, Assassin's Creed 3, all diese Spiele werde ich zocken und noch viele, viele mehr. Wenn ihr Fragen habt, Leute, fragt einfach. Ich kann nicht zu jedem kommen und natürlich die Frage beantworten. Ich kriege nämlich wirklich eine Menge Nachrichten am Tag. Also es tut mir schon mal leid, aber ich versuche natürlich, eure Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Also danke dafür. Und danke, Leute, für euren Support. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Danke, dass ihr jeden Tag wirklich wiederkommt und meine Videos guckt. Den Daumen hoch gibt und einen Kommentar da lasst und ein bisschen Kritik sogar da lasst. Das finde ich einfach klasse. Das ist wirklich super. Macht weiter so, Leute. Das gefällt mir echt super. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu mehr Gameplay, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen.